Ja gut, was habe ich gemacht? Ich bin montags in die Kabine gegangen, habe gesagt, okay Jungs, jetzt haben wir noch 6 Spiele. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, entweder ziehen wir jetzt alle mit und wir versuchen das Unmögliche noch zu schaffen, beziehungsweise eine absolut verkorkste Saison noch so zu beenden, dass ihr letztendlich nachher noch als Sieger vom Feld geht. Oder sind hier vielleicht einige, die nicht mitmachen wollen, dann sollen sie das vorher sagen, weil dann brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen, wenn wir die Trainingseinheit planen. So, und keiner ist aufgestanden, keiner ist rausgegangen, sondern alle sind mit raus auf den Platz marschiert und haben von der ersten Minute an gezeigt, dass sie das, was sie bis jetzt letztendlich in den Sand gesetzt haben, versucht wieder da rauszuholen. Sie haben ja auch personell klare Vorstellungen, haben ja einiges auch geändert, taktisch sowieso. Wie haben denn dann so Spieler wie Radu, Schibum und Auer reagiert? Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt hingekommen wäre, hätte im Prinzip alles genauso weitergemacht, hätte jeder gesagt, okay, da kannst du auch die Putzfrau da hinstellen, nichts gegen Putzfrauen oder gegen andere Jobs. Aber ich denke, es musste irgendwas passieren und ich denke, die Leute, die im Stadion gewesen sind, und das sind immer eine ganze Menge, haben gesehen, dass es mit dem Fußball am Tivoli nicht weitergehen kann. Also ich habe selber lange, lange gespielt, war auch sehr, sehr oft am Tivoli und als Gegner. Und es war immer so, wir waren immer froh, wenn wir die ersten 20 Minuten überstanden hatten. So, und diese Atmosphäre war nicht mehr da. So, und wir haben jetzt versucht, die Mannschaft zu pushen. Wir haben versucht, ein anderes System zu spielen, schnelle Leute reingebracht, andere Leute reingebracht. Das war aber jetzt nicht gegen Benny Auer, gegen Sergio Radu oder Basse Boom, sondern einfach für Odonko, für Uludag, für Hadouir und vor allen Dingen auch für Marco Stiebermann. Saison ein paar Mal auf der Tribüne gesessen und haben gedacht, Mensch, du bring doch mal den Stiebermann oder Mensch, du nimm den Auer doch mal raus oder ihr müsst im Mittelfeld ein bisschen flotter nach vorne spielen, nicht das Tempo so raus. Denkt man das, wenn man da so da oben sitzt und vor allen Dingen bespricht man es dann anschließend bei dem ja guten Verhältnis, was Sie eben beschrieben, auch in der Trainerrunde? Ja gut, ich sage jetzt einfach mal, so weit sind wir da nicht gegangen, weil ich denke einfach mal, da hat der Profitrainer doch seine eigenen Ideen und wenn du dann als kleiner Amateurtrainer runtergehst und sagst, immer, ich würde mal ganz anders spielen, glaube ich, findet er das nicht so gut. Bei Marco Stiepermann war es so, er hat ja am Wochenende oder in Ingolstadt das erste Mal getroffen. Da war es natürlich klar, das war auch für mich nicht so einfach, diese Aufstellung zu machen, obwohl ich total davon überzeugt war. Im Nachhinein sagt natürlich jeder, boah, der Außen hat ja richtig Ahnung oder der hat das richtig gut gemacht. Nur im Vorhinein, ich glaube, wie die Leute um 13.30 Uhr auf die Aufstellung geguckt haben bei Sky, hat jeder gesagt, der hat den ja alle am Lattenzaun. Jetzt bringt er den Stiepermann, nimmt den Auer raus und Radu raus. Die haben die meisten Tore gemacht und Stiepermann hat ein einziges Tor in der Vorbereitung gegen Rot-Weiß Essen gemacht. So, dass es natürlich so kommen würde, dass er sogar 3 Tore macht, hätte natürlich keiner, in kühnsten Träumen keiner dran gedacht. Aber ich sage einfach mal, man muss natürlich auch da mal ein bisschen Glück haben.